Schon vor der Landesliga-Partie gegen die Reserve von Eintracht Bamberg plagten Hauptstadtscoach Wolfgang Hau Personalsorgen. Thomas Gerhardt fehlte verletzt und auch Top-Torjäger Jan Schneider nicht im Aufgebot. Und so sollten es andere richten und drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren. Zu Beginn war das Spiel der beiden Tabellennachbarn, die gerade einmal durch zwei Punkte getrennt sind, ein Duell auf Augenhöhe. Es spiegelte aber auch den momentanen Tabellenstand der beiden Teams wider. Hauptstadt vor der Nachholpartie 12., Bamberg sogar nur 14., beide mittendrin im Abstiegskampf. Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Gefahr vor den Toren gab es höchstens nach Standardsituationen oder waren Zufallsprodukte. Ein Fußball-Leckerbissen war es nicht, was die 150 Zuschauer geboten bekamen. Und so blieb auch Zeit, kurz ein wenig Gassi zu gehen. Auch Wolfgang Hau riss das Gebotene nicht wirklich vom Sitz. Als sich Hau und wohl auch die Zuschauer mit einem 0:0 zur Halbzeit abgefunden hatten, passierte doch noch etwas. 45. Minute, wie aus dem Nichts das 0:1 durch Christos Magregianis zu einem psychologisch höchst ungünstigen Zeitpunkt für die Hausherren. Zur Halbzeit also 0:1, der TSV zum ersten Mal überhaupt gegen Bamberg im Rückstand. Bisher konnte Hauptstadt alle drei Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Es gab also noch Grund zur Hoffnung. Doch die wurde in Durchgang 2 schnell in ihren Grundfesten erschüttert. Kaum hatte Patrick Hanselbauer, der Referee, die zweiten 45 Minuten angepfiffen, stand es schon 0:2. Georg Neudecker hatte den kollektiven Blackout der Hauptstädter Hintermannschaft ausgenutzt und auch Keeper Tobias Garbold keine Chance gelassen. Eine Minute vor und eine Minute nach der Halbzeit kassiert der TSV also jeweils ein Gegentor. So wird's ganz schwer mit dem Klassenerhalt. Klar, dass das Hauptstadtchef nicht gefiel. Das einzige Gute daran, den Hausherren blieben noch fast 45 Minuten, um zurückzuschlagen. Und sie brauchten gerade einmal 8 Minuten. Freistoß aus aussichtsreicher Distanz und diese Chance lässt sich Thomas Omert nicht entgehen. Nur noch 1:2, sollte da doch noch was drin sein? Die Gastgeber jetzt zwar bemüht, aber nur selten zwingend. So richtig in Gefahr geriet das Bamberger Gehäuse nur noch zweimal, obwohl der TSV mehr vom Spiel hatte. Und so rann den Hauptstädtern die Zeit davon. 5 Minuten vor dem Schluss, noch einmal Freistoß, noch einmal Omert. Doch diesmal rettete der Pfosten den ersten Bamberger Sieg gegen Hauptstadt überhaupt. Denn kurze Zeit später pfiff Hanselbauer die Partie ab. Bamberg feiert einen wichtigen Auswärtssieg und zieht in der Tabelle am TSV vorbei. Und Wolfgang Hau, der war sichtlich angefressen und verharrte nach Schlusspfiff regungslos, minutenlang in seinem Häuschen. Wahrscheinlich dachte er dabei schon an die nächste schwere Aufgabe am Samstag. Dann tritt sein Team den Gang zum Spitzenreiter Würzburger FV an.